Ich hab ihnen gesagt, sie sollen's nicht tun. Ganz bestimmt. Hätte ich gewusst, dass sie über euch reden, hätte ich euch gewarnt. Ich mache keine Entführung. Nicht nach dem, was ich durchgemacht habe. Karen? Habe ich nicht euer Leben gerettet? Oh doch, glaubt mir. Ich träume immer noch von diesen Blutmagiern. Ich weiß nicht, wo ich ohne euch jetzt wäre. Ich würde sie nie jemanden entführen lassen, von dem ich weiß, dass er zu euch gehört. Zu mir gehört? Wer wurde entführt? Sagt mir die Wahrheit. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Wir brauchten ein Druckmittel, jemanden, an dem ihnen etwas liegt. Eine Geisel. Wir haben gerade erfahren, dass sie sich ein Mädchen von den grauen Wächtern gegriffen haben. Bethany. Ihr Mistkerle habt meine Schwester entführt. Wir wollten ihr nichts tun. Sorgt einfach dafür, dass ihr uns alleine lasst. Verstanden? Thrask sagt, Meredith wird den Magier offen den Krieg erklären, wenn sie an der Macht bleibt. Wir müssen sie stürzen. Geht es um Meredith? Dient das alles dazu, die Kommandantin zu vertreiben? Sie muss weg, versteht ihr nicht? Wir brauchen einen echten Vikont und Templer, die Magier beschützen, statt sie zu massakrieren. Seht doch nur, was Thrask erreicht hat. Magier und Templer arbeiten zusammen. Wollen wir das nicht alle? Wer hat das Sagen? Ist Thrask der Anführer dieser Verschwörung? Er hat uns alle zusammengebracht. Seit 6 Jahren arbeitet er daran. Immer ein Magier, ein Templer. Er hat uns beigebracht, dass wir einander nicht hassen müssen. Er hat uns gezeigt, dass Meredith nicht die einzige Lösung ist. Ich stimme zu. Ich bin in dieser Sache nicht euer Feind. Ich halte Meredith für eine gefährliche Eiferin. Dann sprecht mit Thrask. Er würde eure Hilfe begrüßen. Unsere Hauptbasis ist an der verwundeten Küste, eine alte Ruine. Sie müssten alle dort sein. Euer Gefährte auch. Ich verspreche euch, Meredith ist die einzige, der wir schaden wollen. Ich gehe zurück zu Mascha. Bitte sagt Meredith nichts von mir. Es würde Mascha umbringen, wenn ich Ärger bekäme. Eigentlich gut, aber vielleicht... Ja, gut. Ist jetzt halt ein wenig nach hinten los, weil die Fenris die Gnadenklinge. Okay, da können wir bei ihm noch irgendwas abgeben. Dann bababam, gehen wir eigentlich an die verwunderte Küste. Dann machen wir das gleich. Weil dann habe ich dort die Quest mit angenommen. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas dort abgebe in der Kaserne und es geht nach hinten los. Weil Meredith muss weg. Da bin ich d'accord. Gut, dann suchen wir jetzt mal da die verwundete Küste ab. Jupp, jupp. Ich habe ein Kätzchen gehört. Da sind nur ein paar Leichen. Ich glaube da... Es kommt immer wieder irgendwas Neues. Sobald größere Story-Abschnitte passiert sind, also suche ich jetzt mal nicht die komplette Gegend ab. Ich schaue schon ein bisschen links und rechts, dass ich nichts verpasse. Aber so fürs Erste würde ich sagen, gehen wir einfach da zu der Inselgruppe da vorne. Dort dürften die versteckt sein. Wupp. Und dann... Einmal oben her. Natürlich greifen sie uns an. Das... Ja.
Weißt du, da machst du jetzt wieder ganz viele Leute tot, obwohl wir eigentlich... Da seid ihr also. Ihr habt eure Nase in jedes Problem in Kirkwall gesteckt, seit ihr von Bord gestolpert seid. Kennen wir uns? Wer seid ihr gleich nochmal? Samson. Ich habe vor einigen Jahren die Flucht eures Schützlings Fainriel vergeigt. Noch weiter zurück war ich Templer, aber das war vor eurer Zeit. Wer hat die Leichen erweckt? Benutzen die Magier hier Blutmagie? Darauf läuft es immer hinaus, nicht wahr? Sie beteuern ihre Unschuld und verlangen Gleichbehandlung. Aber kaum sind sie in die Ecke gedrängt, packen sie Sachen aus, die wir nicht können. Ich kenne keinen Magier, der davon nicht Gebrauch macht. Was macht ihr hier? Seid ihr Teil der Verschwörung gegen Meredith? Könnte man sagen. Die Schlampe hat mich bei den Templern rausgeworfen, weil ich Liebesbriefe von einem Magier zu seinem Schatz gebracht habe. Der steckt ihr Schwert so tief im Arsch, dass sie jeden mit ihrer Zunge schneiden kann. Warum seid ihr dann hier? Solltet ihr nicht bei den anderen sein? Ich hatte gehofft, dass ich nach Merediths Abgang den Schild wieder aufnehmen könnte. Aber vielleicht hat sie ja recht. Gib Magiern ein bisschen Freiheit und sie werden gefährlich. Ich möchte den Magiern helfen. Eure Freunde haben recht. Ohne Meredith kann Kirkwall wieder in Frieden leben. Magier und Templer arbeiten zusammen. Das muss ein Traum sein. Ich würde jubeln, wenn sie nach Val-Rajo verschifft würde. Aber ich kann mich nicht gegen alles Richtige und Natürliche wenden, nur um das zu erreichen. Hä? Und jetzt einfach weg? Sehr seltsam. Wie er greift uns an. Es war wohl zu viel der Hoffnung anzunehmen, dass ihr nicht hierher kommt. Obgleich ich nicht verstehe, warum ihr jetzt auf Merediths Seite seid. Ihr habt mir gezeigt, dass wir uns gegen sie auflehnen können. Als ich erkannte, dass ihr euer Leben riskiert habt, um durch eine Lüge diese Magier zu beschützen. Bitte, Champion, ich habe großen Respekt vor euch. Meredith ist diejenige, die weg muss. Ich unterstütze Meredith nicht. Eure Sache ist aufrecht, aber eure Methoden gefallen mir nicht. Ich hätte wissen müssen, dass ihr Meredith als Bedrohung erkennt. Ich bedauere jede Unbill, die wir euch oder euren Gefährten zugefügt haben. Lasst die Geisel gehen. Nein, das Mädchen stirbt und dann der Champion. Haltet euch zurück, Grace. Grace? Wir haben euch gerettet. Was macht ihr da? Wir töten keine Unschuldigen, um unser Ziel zu erreichen. Es bringt nichts, so zu werden wie Meredith. Meredith? Was kümmert mich Meredith? Ich bin wegen des Champions hier. Wir finden eine Lösung. Was immer ihr wollt, sagt es mir einfach. Decimus hatte recht. Man kann als Magier nicht nach den Gesetzen der Kirche leben. Ihr habt den besten Mann getötet, den ich je kannte. Aber ich habe alles von ihm gelernt. Elaine, tötet die Geisel. Ich weiß nicht, Grace. Warum macht ihr das, Elaine? Ich dachte, ihr hättet der Blutmagie den Rücken gekehrt, als ihr gesehen habt, was Decimus widerfahren ist. Das ist nicht richtig, Grace. Der Champion hat versucht, uns zu helfen. Widersetzt euch nicht. Ohne mich werdet ihr nichts. Wenn ihr zu empfindlich seid, mache ich es selbst. Nein, niemand muss hier sterben. Oh, da irrt ihr euch aber. Haltet euch zurück! Vergesst die Geisel. Tötet den Champion. Ah.
Echt jetzt? Wieso? Was hat sie mit den Templern gemacht? Die müssen doch eigentlich nicht gegen uns kämpfen, sondern gegen Blutmagier. Das macht doch keinen Sinn. Und wieso bin ich jetzt nicht bei ihm? Ich wusste, dass sie noch am Leben war, aber nicht, was Thrask mit ihr anstellte. Als ich sie heute sah, kam alles wieder hoch. Alles, was Decimus getan hat. Es tut mir leid. Grace hat sie mit Blutmagie ruhig gestellt. Nur so kann ich das aufheben. Was ist geschehen? Ich erinnere mich nur noch, wie diese Templer in mein Quartier kamen. Ich habe diese Untat gerecht. Diese Mistkerle werden niemanden mehr belästigen. Danke. Gut zu wissen, dass du immer noch auf mich aufpasst. Sie treffen sich hier drin, Ser Kall. Oh, ihr seid wohl nicht so gut mit den Magiern ausgekommen, wie ihr gehofft hattet. Champion, Samson hat nicht gesagt, dass ihr hierin verwickelt seid. Ihr wolltet diese Verräter sicher aufhalten, nicht euch ihnen anschließen. Der Champion ist ein guter Mann, Ser. Er wollte die Dinge friedlich regeln. Ach, bringt den Magier zum Verhör. Hä? Tut Alan nichts. Der Junge stellte sich gegen Ranghöhere, als sie eine unschuldige Geisel töten wollten. Ihr meint, er war einer von ihnen und erfuhr im richtigen Moment einen praktischen Sinneswandel. Ich werde Meredith raten, nachsichtig mit ihm zu sein. Danke, Champion. Alle anderen stehen unter Arrest. Bringt sie zur Galgenburg. Soll ich Meredith irgendwelche Empfehlungen übermitteln, Champion? Gebt Samson eine neue Chance. Sie sollte überlegen, Samson wieder in den Dienst zu nehmen. Als es hart auf hart kam, hat er bewiesen, wo sein Herz sitzt. Stimmt. Samson, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Würdet ihr den Schild wiederführen wollen? Mehr als alles andere, Hauptmann Ser. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Danke, Ser. Vielen Dank. Helm des Champions. Yippie, wir haben den Helm des Champions. Ja. Sagen wir so. Zum Glück ist der Helm ausgeblendet. Mir gefällt der leider nicht so. Natürlich Schurke und so, Kapuze. Mhm. Ja, geht. Geht, ja. Man kann nicht alles im Leben haben, ne? Gut, dann... Samson, ja, ich finde, ganz ehrlich, ich kapiere jetzt gerade die Geschichte nicht so ganz. Irgendwie so Magier und Templer miteinander, Meredith muss weg. Das war ja alles richtig. Samson wieder in den Dienst. Stimmt auch.
Aber irgendwas habe ich nicht mitgekriegt. Und das fuchst mich. Irgendwas an der ganzen Story habe ich nicht mitgekriegt. Wieso, weshalb, warum? Also ja, natürlich die eine, die wieder mit Decimus durchgedreht ist. Seht euch das an. Eine Gnadenklinge? Ich erinnere mich. Sie sind im Reich weit verbreitet. Repliken des Schwerts, mit dem Orkon Assyrian Andraste tötete. Dieses hier scheint sehr fein gearbeitet zu sein. Es ist ein Souvenir. Dann bekommt man diese Dinge in Minrathus also an jeder Ecke? Wohl kaum. Hier, ich zeige es euch. Das sind Ehrengeschenke für verdiente Untertanen des Reiches. Daenerys war ganz verrückt danach, soweit ich mich erinnere. Erzählt mir von Tevinter. Ihr redet nicht viel über das Reich. Weil ich nicht gerne daran zurückdenke. Behaltet das Schwert. Ich will, dass ihr es bekommt. Denkt ihr, ich trage ein Ehrenzeichen des Reichs? Das soll wohl ein Scherz sein. Behaltet euer Schwert. Verkauft es. Schmelzt es von mir aus ein. Ich will mit seiner Magie nichts zu tun haben. Mit dem? Die letzte Flasche Agreccio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Wollt ihr darüber reden? Ich dachte, ihr wollt nicht darüber reden. Nur zu besonderen Anlässen. Dann schießt los. Nur zu. Redet es euch von der Seele. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen. Aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Er hat euch zurückgelassen? Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Wolltet ihr nicht weggehen? Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Immer wieder alte Gewohnheiten. Einmal ein Sklave, immer ein Sklave. Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Wie seid ihr entkommen? Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Ihr seid nicht auf Seheron geblieben? Hättet ihr euch nicht anderen Nebelkriegern anschließen können? Selbst wenn, ich fühlte mich unwürdig.
Ich wusste damals nicht, ob ich Daenerys wirklich entkommen konnte. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Ich musste einfach nur weg. Ich fuhr auf einem Schiff als blinder Passagier nach Süden Richtung Festland. Ständig mit meinem einstigen Meister im Nacken. Warum seid ihr nicht früher gegangen? Ich verstehe nicht, warum ihr so lange bei Daenerys geblieben seid. Ihr wart nie ein Sklave. Sklaven träumen nicht von der Freiheit oder irgendwelchen Wundern. Sie denken nur an die Wünsche ihres Meisters und daran, was die nächste Stunde wohl bringen mag. Ich hätte nie gedacht, ich könnte etwas anderes sein, bis ich ein anderes Leben kosten durfte. Fühlen alle Sklaven so? Aber es gibt doch immer wieder Sklavenaufstände, so wie in Kirkwall. Das Ritual, dem ich meine Zeichen verdanke, raubte mir auch meine Erinnerung. Was ich vorher war, hätte ebenso gut nie existieren können. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht anders empfunden. Bedauert ihr, sie getötet zu haben? Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen, aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber... Ihr musstet es jemandem sagen. Sprecht nicht weiter. Ich weiß, was ihr meint. Sagen wir einfach, ihr habt meinen Respekt. Dann also einen letzten Trinkspruch. Auf die Gefallenen. Bei ihm kriege ich nur negativ. Hawk. Ja, du bist besoffen. Gnadenklinge. Ja, bringt mir halt nichts, ne? Bringt mir überhaupt nichts. Und so sieht der Meisterschurke aus. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch die Klingen von einem Meisterdieb. Ich gehe mal kurz in die Galgenburg. Und da muss ich mal kurz in dem schauen, Nebenquiz. Ein verlorenes Schwert. Die. Ja. Da kann ich mal irgendwann noch bei der Oberstadt kurz vorbeigehen. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder viel erreicht. Ja. Also dieses Spiel, das geht zack auf zack auf zack. Auch wenn es manchmal einfach die Kämpfe dadurch verursacht, dass sie sich ziehen. Und zwar ziemlich stark. Orsino? Eure Magier-Templer-Gruppe hat den Sturz von Meredith angestrebt. Ich bedauere plötzlich, dass ich mich eingemischt habe. Ich hatte schon damit gerechnet, dass Meredith das Ganze arrangiert hat, damit ich mich selbst belaste. Sie muss gestürzt werden. Wenn Meredith im Amt bleibt, wird sie Kirkwall zugrunde richten. Leise, werter Freund. Es gibt keinen sicheren Ort für derlei Worte. Aber seid versichert, ihr seid nicht der Einzige, der so denkt. Ganz bestimmt nicht. Bitte nehmt dies zum Dank an. Es wird euch bestimmt mehr nutzen als meine Freundschaft. Robe des Zirkels von Cumberland. Schön, aber bringt mir halt leider herzlich wenig. Und jetzt? Weiß ich nicht, wohin. Na gut. Bin ich einmal gestorben?
Okay. Einmal verkaufen. Nein. Die des Wächters. Ja, komm, weg damit. Bleibt ja sowieso nur bei mir irgendwo in alten Schubladen. Das Lebensschutz, kommen wir mal zwei kaufen. Trank der Wiederherstellung, kann man kaufen. Ja, komm. Man weiß ja nie. Plunder verkaufen. Freut mich, euch wiederzusehen, Champion. Und dann, wohin geht's jetzt? Ah, Alain. Thresk ist tot. Grace ist tot. Und nichts hat sich verändert. Sie werden nicht die Letzten sein, die aufbegehren. Sir Karras. Die Kommandantin hat aus Valroy Joris Kallen. Die Kommandantin hat sich um die Mitglieder der Verschwörung, die ihr aufgedeckt habt, gekümmert. Aber ihr könntet die Kommandantin jetzt doch bestimmt auch selbst aufsuchen, falls ihr das möchtet. Also, wie kann ich euch helfen? Ihr steht immer noch hinter Meredith. Was ist aus Thrasks Männern geworden? Was hat die Kommandantin wegen der Verschwörer unternommen? Habt ihr sie etwa nicht gesehen, als ihr hereingekommen seid? Die Kommandantin stellt sicher, dass niemand ihrem Beispiel folgt. Es war nett, sich zu unterhalten. Ich wollte einfach nur mal sehen, wie sich ein alter Freund in diesen schwierigen Zeiten schlägt. Nach dem, was in Ferelden geschehen ist, dachte ich, ich würde den Zweck des Ordens niemals wieder in Frage stellen. Aber es wird jeden Tag schwieriger zu unterscheiden, ob ich wirklich den Templern oder nur der Kommandantin diene. Es könnte sein, dass beide nicht mehr ein und dasselbe sind. Ja. Ja. Oberstadt. Und wir haben Briefchen bekommen. Dann gehen wir einmal über den Markt. Zu euren Diensten, Champion. Vielen Dank. Hallo. Konntet ihr einige Kunari-Schwerter finden? Bitte sehr. Das ist alles, was ich finden konnte. Bringt sie zu mir, wenn ihr noch weitere finden solltet. Noch mehr? Oh Gott. Hilfe, nein. Also per Zufall ja, aber sonst nein. Extra Suchaktion mache ich nicht. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Ja, soweit schon. Warte mal. Den Magier-Dings mal raus. Gewandtheit. Waffe und Schild. Gnadenklinge. Gut, das kann ich sowieso nicht. Das mal rein. Ja, komme gleich. Muss nur mal kurz was schauen. Einmal das. Anders. Ich muss nur mal kurz schauen. Einfach mal Oberstadt wieder raus, rein, raus, rein, raus, rein. Wenn bessere Waffen, dann würde ich mal kurz... Gewandtheit 42, 44, okay, schlechter für mich. Gut, ist besser. Bei ihm habe ich nichts für sie. 55, 66 verbessert sich bei Stufenaufstieg. Okay, das können wir... Attribute. Nehmen wir den. Bin ich hier fertig? Hier bin ich fertig. Dann leben. Leben, leben, leben und leben lassen.
Den habe ich geschaut. Sie habe ich geschaut. Ein Varric. Varric nimmt ja nur die Bianca an. Wie sieht's bei ihr aus? Ist das bessere? Wait a moment. Gewandtheit. Okay. Gnadenklinge. 62. Da rüstet es ja doch aus. Gut. Jetzt mal das, was ich wieder habe, ins Lager. Ja, den kann man mal verkaufen. Der letzte Strohhalm. Champion, ihr habt euch als Freund der Magier von Kirkwall erwiesen und ich muss mich nun erneut an euch wenden. Meredith ist zu weit gegangen und ich kann ihren Wahnsinn nicht tadellos hinnehmen. Ich bitte euch, umgehend zur Galgenburg zu kommen. Vielleicht können wir die Sache beenden, bevor es zum Blutvergießen kommt. Erster Verzauberer Orsino. Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer Orsino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen, aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Dann bringt mich zu ihnen, bevor es dazu kommt.